Also hier sind wir jetzt bei uns vorm Haus und das ist immer noch unser Super R8, den wir uns hier irgendwie geholt haben. Ich weiß immer noch nicht, wie das geklappt hat. Heute fahre ich nicht, sondern Kevin setzt sich hier ans Steuer. Ja. Und wir werden das mal so machen, das ist ja immer noch ein Fahrschulsimulator. Ja, es schneit draußen, sind also erschwerte Bedingungen. Also wir werden das jetzt hier gleich mit Bremse und Kupplung und Gas und Schalten hier an der Seite. Wir sind ein bisschen geholt. Bremse. Werde ich dem Kevin das mal alles erklären? Ja, wie kriegt das? Keine Ahnung, wie das da oben weggeht. Eingabe, Netzwerk ansehen, brauche ich nicht. Ich will nicht. Kevin wird jetzt den R8 fahren. Machen wir das so aus der Cockpit-Sicht hier? Kriegst du das hin oder willst du direkt... Ein weiter, war das nicht noch mehr dran? So, ja, so ist es mehr. Ja, dann fahren wir so. Warte mal. Obwohl, also, ich weiß gar nicht, was von rechts und links kommt, ne? Ja, das ist das. Mal werden wir später machen. Okay. Erstmal werden wir jetzt vorne gehen. Alles klar. Genau. So, erstmal anschneiden, nicht vergessen. Schon wieder ist es da. Ach so, das mit der Sitzung? Ja. Oder mach einfach Einzelspieler, was da stand. So, anschneiden ist schon mal gut. So, das mit den Gängen habe ich dem Kevin erklärt. Ich kann das nochmal, soll ich mal die Kamera einmal ganz kurz nehmen? Hab ich auch Aufnahme schon gesucht? Steht da Rack. Da steht Rack, ja. Mach ich halt so. So sieht man halt die Gänge, ne? Da Rückwärtsgang und erste, zweite, dritte und so. Also das macht Kevin jetzt gleich alleine praktisch. Ich habe hier ein bisschen deine Hände noch und dann schalten wir drauf. Das Cockpit ist auch noch drauf. Die Kupplung erstmal drücken. Genau, Kopfhörer musst du ja auch, dann hörst du ja, musst ja auch die Drehzahl. Du musst ja auch hören, wenn das Cockpit dreht. Also jetzt gibst du mal ein bisschen Gas. Nur erstmal Gas geben. Hier läuft Radio. Kannst du das ausmachen? Jetzt aus? Ne, das ist die Hupe, ne? Die Hupe. Warte, da Radiosender, Party, Big City, Spring. Radio aus. Jawohl. So. Jetzt gib mal ganz kurz ein bisschen Gas einmal. So, da hörst du ja, wie die Drehzahl hochgeht, ne? Mhm. Okay, wieder bremsen, dass wir nicht davon rollen. In der Mitte ist die Bremse, genau. So. Jetzt die. Drück nochmal die Bremse, weil das Auto sonst rollt. So musst du dann festhalten. Jetzt drückst du die Kupplung. Genau. Ja, Bremse musst du trotzdem festhalten, weil das Auto sonst wegkommt. Okay. Und die Kupplung auch drücken. Ganz durchdrücken, ne? Ja, das habe ich. Okay, cool. Dann den ersten Gang erlegen. So, jetzt lässt du die Bremse langsam los. Genau. Langsam, nicht am Ende den Fuß so weg. Und jetzt gibst du langsam ein bisschen Gas. Ein bisschen Gas geben einfach. Und dann, ja genau, so 2.000, 3.000 Umdrehungen. Und dabei löst du langsam, da ein bisschen weniger Gas. So, ein bisschen. Und dabei löst du jetzt langsam die Kupplung, bis du merkst, das Auto fährt langsam vorwärts. Langsam und dann halten. Nee, nicht wegnehmen den Fuß. Bremse, Kevin, und beide Hände ans Lenkrad. Ja, ja, genau. So, nochmal Kupplung drücken. Kupplung, stopp. So, jetzt gibst du nochmal ein bisschen Gas. Mit Kupplung drücken? Ja, weil Kupplung trennt immer Motor und Getriebe. So, jetzt lenken wir auch mal nach links, damit wir nicht jetzt gewischt fahren. Genau. Ich auch noch gucken, wo wir hinfahren. So, jetzt wieder rechts oben. Ja, das ist ja der Trick an der Sache. Guck nicht da drauf. Du guckst immer darüber. Okay. Brauchst du gar nicht hin. Okay. Und dann erstmal fahren wir jetzt links rum weiter. Also ich habe immer noch Kupplung gedrückt. Ja, ja, ist doch gut so. Okay. Gut. Ja. Alles gut. Du kannst gerne bremsen, wenn dir das zu schnell wird. Nee, ist nicht. Okay, wir fahren links rum. Nach links. Okay. Genau. Ja, sehr gut. So, jetzt löst du langsam die Kupplung. Langsam. Nee, die Kupplung lösen. Das war das. Boah, langsam, Kevin. Okay. Lenkrad festhalten, ja, ja. Mann, ja. Nicht die Kupplung drücken. Nee, Fuß weg von der Kupplung. Ja. Genau, ist alles schon gut. So, jetzt gibst du langsam Gas. Das Auto rollt ja. Also wir sind ja jetzt schon langsam. Jetzt ist er da. Ja, ja, genau. So, dann fahren wir die nächste Straße, ich glaube links weiter ist das. Jetzt links? Ja, genau. Ja, 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 ja. So, das sieht schon mal gut aus. Okay. Genau, jetzt kannst du ruhig mal die Kupplung drücken. Dann lässt du das Auto erstmal rollen. Lass mal Gas los. So, jetzt rollt das Auto her. Und dann nimmst du mal den zweiten Gang. Aber nach oben gucken, sonst ruckt die nicht nach oben. Das verstehe ich sowieso nicht beim Autofahren. Nein, guck nach oben, bremse jetzt mal. Bremse. Gut. Wie kann man das machen immer so? Auswendig und langsam. Also nicht, dass du einfach so runter guckst und dann am Schalter siehst. Okay, pass auf. Kupplung wieder drücken. Das linke Gas. Langsam. Erster Gang, hast du drin? Ja. Okay, links rum lenken. Genau, ein bisschen Gas und langsam Kupplung lösen. Ah, dann war schon besser. Ein bisschen Gas geben jetzt, bis er dann halt so locker fährt. Du hörst ja auch, dass er lauter wird, ne? Mhm. Dann drückst du erst die Kupplung, lässt das Auto rollen. Erstmal Kupplung drücken und Auto rollen lassen. Gas wegnehmen. Und jetzt nicht runtergucken, den zweiten Gang, den der war zu dir und nach unten ziehen.
Gut, jetzt langsam die Kupplung wieder loslassen. Und dann erst Gas geben. Und langsam, also wirklich langsam, nicht so batsch. Okay. So. Wir müssen die andere Straßenseite benutzen, das ist leider England. Okay. Genau. Genau, beide Hände ruhig ans Lenkrad nehmen. Und dann kannst du erstmal so Fenster schauen. Und dann schon. So, erstmal locker da rumfahren. Na, jetzt ist der ziemlich laut, ne? Mhm. Jetzt drückst du wieder die Kupplung, nimmst Gas weg. Langsam, alles viel langsamer. Ja. Ich muss das viel langsamer, 10-mal so langsam machen. Okay, und Kupplung wieder lösen. Ja. Ganz, das ist alles gut, nichts machen. Kupplung lösen, genau, ganz weg den Fuß. Und jetzt einfach ein bisschen Gas geben. Das Auto fährt jetzt im dritten Gang. Genau, muss nicht schalten, muss nichts machen. Genau, und wenn es dir jetzt gefällt, dann Kupplung drücken, kein Gas geben. Also Kupplung drücken, Gas wegnehmen, dann erstmal einfach nur nach unten ziehen, den Schalthebel. Ja, und langsam die Kupplung loslassen. Gut, auf der Straße bleiben, kein Gas geben. Jetzt kannst du Gas geben. Das ist anstrengend. Mein Kollege einfach so, jo, was geht, Musik an und ja, so. Ja, wenn du das 20 Mal gemacht hast, ja, okay. Aber von Anfang an wird das erstmal nichts. Oh. Ja, ja, das war zu schnell. Das ist, zu schnell. Oh. Das ist ja, das ist jetzt Haftpflichtversicherung. Okay, gut. Also, pass auf, Kupplung drücken. Und erstmal erster Gang wieder. Nein, das ist ja das. Erst, ja, genau. So, langsam Kupplung lösen. Und fest, auf der Hälfte festhalten einfach. Also, löst die Kupplung da und jetzt ein bisschen Gas geben. No, ja, die Kupplung ist schon zu weit gelöst. Muss die Kupplung erstmal drücken. Ja, und langsam lösen, damit das Auto eine Chance hat anzufahren. Gut, und jetzt nicht durchdrehen mit dem Gas, sondern ganz locker und dann erstmal links rumfahren, so den Kreisverkehr entlang. Genau. Dann erstmal eine schöne, lockere, große, das sieht gut aus. So, das ist eine schöne, große Kurve und dann links, nee, ist das links die Autobahn? Nee, fahren wir weiter. Wir suchen mal die blauen Schilder. Irgendwo muss doch eine Autobahn geben. Ja, ich glaube, die nächste Ausfahrt nämlich ist die Autobahn. Die nächste fahren wir dann links, genau. So, jetzt kommen wir links. Links, ja. Ja, genau. Das ist der Kreisverkehr, da brauche ich ja keinen Schulterblick machen, ne? Ja, doch, eigentlich schon. Aber nee, links, ja. So, jetzt ein bisschen Gas geben. Ja, ein bisschen. Dann wieder Kupplung drücken, Gas weg. Die Füße wechseln sich immer ab wie ein Pinguin. Du bist im vierten Gang. Erstmal Kupplung drücken. Nein, weil du machst das zu schnell. Mach Kupplung erstmal. Alles so nebeneinander. So ja, ja, ich weiß. Drück mal die Kupplung. So, jetzt nimmst du den dritten Gang. Der ist gerade nach. Nein. Der ist gerade nach oben. Ja, langsam Kupplung lösen. Kupplung lösen. Ja. Und jetzt kannst du erstmal in Ruhe fahren. Du kannst erstmal ein bisschen Gas geben. Denn der dritte Gang, der kann schon ein bisschen schnell fahren. Bis mal 40, 50. Ja. Und dann in Ruhe wieder Kupplung drücken. Rollen lassen das Auto. Du musst ja auch mal nach oben drücken. Da ist der vierte Gang, cool. Und langsam jetzt. Ja. Genau. Und oben bleiben mit den Augen. Aber wenn du runter guckst, hast du sofort verloren. Merkst du ja hier, ne? Mhm. Ist in real life übrigens das Gleiche. Wenn du, ja, ehrlich, jetzt Fahrschüler gucken oft einfach am Anfang runter und denken so, da hättest du jetzt Lichthupe machen können, dann wäre der vielleicht zur Seite gefahren. Oder Hupe, wie ist die Lichthupe? Ja. Okay, aber ich denke 220 reicht auch erstmal, um erstmal so ein lockeres Gefühl dafür zu kriegen. Gas ein bisschen wegzunehmen kurz. Damit du auch so locker da wieder durchkommst, genau. Das, was sich dann übrigens so komisch rutschelig anfühlt, ist tatsächlich das, wenn in echt dein Auto wegrutscht, einfach wissen. So, und jetzt kannst du einfach wieder Kupplung drücken. Erstmal Kupplung drücken. Nein, Kupplung drücken. Gas wegnehmen. Und dann nach, erstmal gerade bleiben. Dann nach rechts und nach oben. Nach rechts. Erstmal in die Mitte. Bist du schon in der Mitte, bist du im vierten Gang. Und dann nach rechts und nach oben. Ja, Kupplung lösen. Und ein bisschen Gas geben einfach. Ja, kommt nicht so viel, ne? Ah, okay, irgendwas habe ich da falsch kalibriert mit dem siebten Gang. Da muss ich nochmal. Da muss ich in der Kalibrierung nochmal ran. Mach mal einfach ganz kurz, warte so. So. Jetzt müsst ihr aber fahren. Jetzt fährt er, ne? Ja. Der LKW ist Psycho, hast gesehen? Er zieht rüber und du so. Keine Chance. Ja, das ist auch schon unsere erste Nachtfahrt hier. Wunderbar. Er fährt übrigens, so also wirst du jetzt niemals loskommen, weil du bist im sechsten Gang. Also du musst erstmal wieder Kupplung. Langsam, nein. Noch? Ja, noch. Ja, genau. Erster Gang, ja. So.
dann locker wieder Kupplung durch. Nach oben. Und Kupplung ist. Ja, das Kupplung durchdrücken und dann zweite Gang erstmal. Langsam. Und Kupplung lösen. Wenn du das in real life machst, dann geht's aber ab. Bisschen Gas. Und dann Kupplung und dritte Gang. Ja, das war heftig geschaltet, aber ja. Hiermit geschaltet zu helfen. Ja, so bam, weißt du, okay. Easy. Bitte gefunden. So. Und jetzt kannst du in Ruhe den vierten Gang nehmen. Kupplung durch, rollen lassen, dritte Gang. Kupplung lösen. Dann läuft doch schon viel besser. Kommt ein Kreisverkehr, ich will bremsen. In der Mitte ist die Bremse, genau. Ja. Souverän. Vollkasko. Heute packt die Vollkasko. Also Rückwärtsgang. Nee, brauchst du nicht. Achso. Mach einfach Kupplung, erster Gang. Damit habe ich noch Gang. Ganz groß. Du hast noch gar keinen Gang drin. Oh oh, er will Stress. Jetzt brauche ich Rückwärtsgang. Nein. Nimm einfach erste Gang. Kupplung. So. Nein, nein. Also Kupplung. Kommen lassen, ne? Nein, erstmal Gas geben. Beides wechselt sich immer zusammen ab, wie ein Pinguin. Und jetzt Kupplung loslassen. Ja, wenn du jetzt über die Landstraße fahren willst, das können wir jetzt auch machen. Dann, genau, dann wieder Kupplung durchdrücken, rollen lassen das Auto zwischendurch ganz kurz. Also Kupplung drücken jetzt, dann rollt das Auto her und jetzt gibt es Zeigen. Jetzt lässt er die Kupplung wieder los. Genau. Diesen Prozess musst du übrigens noch langsamer machen. Echt? Ja, damit das in Ruhe. Guck mal, du hast das so schon voll Stress. Wenn du das so schnell machst, ist das nicht gut. Also guck mal, dann brauch ich mal gucken. Ne? Genau. Und wieder lösen. Genau. So, ist auch mal eine ordentliche Simulation. Da können Fahrschüler auch mal lernen. Mhm. Nicht so dieses andere da. Wo war dein Schulter? Das, gut, das muss man natürlich auch finden. Ja gut, aber das ist ja realistischer hier. Viel realistischer. Aber wer beobachtet dann immer den Schulterblick? Ja, ich jetzt. Hab das ja kein einzigen gemacht. Ja, kann man doch kein Radfahrer, ist auch kein Fahrradweg da, wo wir fahren. Autobahn und Landstraße, ist ja nichts. Ach, muss man da gar nichts machen? Überhaupt nichts? Ja, weniger, du fährst ja geradeaus jetzt mal, ne? Also, als wenn du dann abbiegst, nachher machst du die Schulterblick. Weil immer in den Spiegeln sollte ja gut sehen. Ja, ja, die hast du ja erstmal nicht. Ja. Auf der Autobahn jede 5 Minuten oder so? Ja, eher alle 20, 30 Sekunden. Echt? Ja. Alle 5 Minuten, dann ist schon alles vorbei. Aber so fährst du ganz locker da rum. Kurve ist ein bisschen steiler. Ja, falsche Straßenseite. Ja, das ist halt England, das ist halt ungewohnt. So. Okay. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Du kannst auch den vierten Gang gehen. Guck langsam. Genau, guck mal wieder los. Und locker ein bisschen Gas. Vor wie so ein steifer Roboter, wenn ich das immer so. Ja, ja, aber das musst du halt auch langsamer machen, ne? Weil wenn du das so schnell machst, dann bam, 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 das funktioniert nie wirklich gut. Aber jetzt läuft das doch ganz gut. Dann geht halt das Gas wieder auch nicht so wie bei mir. Nee. So, ich habe Gefühl in meinem Bein. Ja, ich merke schon, bei mir ist alles, aber du bist zu schnell, du wirst wahrscheinlich jetzt gleich aus der Kurve fliegen. Halb gerettet. Allerdings hast du jetzt abgewürgt, weil du im vierten Gang bist. Achso. Muss man mal, ja, ich weiß nicht, schafft der vierte Gang das anzufahren? Wenn du Gas gibst. Jetzt gerade eben. Ja, guck mal, schafft er oder? Ich würde dir empfehlen, die nächste Straße links zu fahren. Dann kommen wir zurück zur Autobahn. Ja, nicht im vierten Gang, nicht im vierten Gang. Hä? Boah, nach oben gucken. Der Baum! Das war's, wir sind draufgegangen. Freunde, so sieht's aus. Ja, gut, der Gierwinkelsensor packt auch. Ja, jetzt hast du sogar die Kurve gekriegt. Mauer. Ne? Wie viele Minuten sind hier? Ich habe keine Ahnung, steht auf deiner Kamera oder was? Ja. 15. 15, oh, das reicht noch. Ja. Gut, Freunde, dann verfolgt mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht, wenn Kevin und wir dann mal länger auf der Autobahn sind und die Sonne scheint. Passt auf euch auf, bleibt dran. Wir sehen uns. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut, würde ich sagen, an der Sache. Ja. So viele Fehler machen kann, ey. Das sieht immer alles so einfach aus in den Videos. Ich so zu meiner Mutter so, boah, ich mach doch easy, ich bearbeite die ganze Zeit die Videos. Das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall, wenn ich mal fahre, das ist kein Ding. Ja. Oh Gott. Kupplung hier, Kupplung da. Und dabei musste ich jetzt nicht einmal einen Schulterblick machen. Nee.